Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Raywards Online. Die ist heute mal ein bisschen speziell. Einerseits haben wir was Schönes, was wir hier gleich anschauen werden. Andererseits habe ich auch richtig schlechte Nachrichten für euch. Denn, wie ihr wisst, es haben ja schon einige Mods ja den Support für Raywards Online eingestellt. Da unter anderem auch das super geniale Tool von Mini-Zwerg. Da war der Hauptgrund, dass es einfach zu viel Arbeit ist, den noch am Laufen zu halten, weil es auch keinen offiziellen Mod-Support gibt und es ziemlich schwer war, das Ganze zu betreiben. Und jetzt geht der nächste Mod down, und zwar einer, der für mich am wichtigsten war und das Spiel wirklich spielbar gemacht hat auf Dauer. Und zwar Raywards Online Extended stellt den Support ein. Das Tool funktioniert Stand jetzt noch, aber es wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, in naher Zukunft wird es dann gar nicht mehr gehen, wenn Raywards Online sich entsprechend weiterentwickelt, Umbauten macht. Aber es kommen keine neuen Features und Bugfixes mehr rein. Der Tom selber hat gesagt, beziehungsweise ich kann euch mal den Text vorlesen, während ich da mal in der Karte hier rumgehe und nur eine kleine Info zu der Karte. Das ist ein Museum. Das ist quasi aus einem Workshop, beziehungsweise aus einem Discord, wenn man so will. Das ist jetzt mein Workshop. Und der wollte hier ein Museum nachbauen. Mit allen Logs, die es so gibt, mögliche Beschreibung etc. Und das schauen wir uns jetzt dann gleich währenddessen an. Also, der Tom, der Entwickler von Raywards Online Extended, sagt folgendes. Das ist jetzt übersetzt mit DeepL, original in Englisch. Wer es lesen will, ist in der Videobeschreibung drin. Sagt folgendes. Ich habe einige traurige Neuigkeiten über Raywards Online Extended, die ich heute mit euch teilen möchte. Nachdem ich viel gegeben habe, habe ich beschlossen, Raywards Online Extended Mod nicht mehr zu unterstützen. Dies war eine unglaublich schwierige Entscheidung für mich, weil ich weiß, es gibt noch sehr viele Community-Mitglieder, die Raywards Online Extended wirklich gerne und viel verwendet haben. Allerdings, wegen Mangels der offiziellen Modding-Unterstützung von dem Spiel selbst und die unglaubliche Komplexität, die Raywards Online Extended durchmachen muss, um funktionsfähig zu sein, ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt, um diese Entscheidung zu treffen. Da ich es nicht tue, glaube ich nicht, dass ich finden könnte, die Motivation Raywards Extended zu unterstützen, wenn ein weiteres großes Breaking Update für das Spiel freigegeben wird. Lassen Sie mich zusammenfassen, was kurzfristig mit Raywards Online Extended passiert. Also im Prinzip genau das gesagt, was ich jetzt ja auch erwähnt habe. Das ist noch nett hier. Ist das innen drin, wird es dann gleich noch viel schöner. Raywards Online Extended bleibt im aktuellen Status der aktuellen Version des Spiels. Es werden jedoch keine Fehlerbehebungen vorgenommen und keine neuen Inhalte oder Funktionen hinzugefügt. Wenn bei einer neuen Version der Spielveröffentlichung kann es sein, dass Raywards Online gar nicht mehr funktioniert oder teilweise nicht mehr funktioniert. Raywards Online Extended bleibt herunterladbar und die Server, die hinter den Plugin-Download-System stehen, laufen vorerst auch noch. Er versucht das Laufen zu halten, aber garantiert natürlich nicht, dass das auf ewig so sein wird. Der Quellcode wird auf GitHub verfügbar sein und das heißt, wenn sich irgendjemand findet, der das hier weitermachen will und auch die Nerven dazu hat, könnte dann eine neue Version rausbringen. Der offizielle Discord-Server von Raywards All Extended wird archiviert, da kann man dann nichts mehr machen. Und ja, bedankt sich dann noch, dass die ganzen Leute, die den Mod genutzt haben und auch mitgeholfen haben, aber jetzt ist halt Schluss. Ziemlich traurig. Und ich sag's euch, das ist für mich eine ganz große Demotivation, die neue Karte Aurora Falls weiterzuspielen, wenn ich Raywards Online Extended nicht nutzen kann. Das ist ein ganz großes Minus, weil gerade das mit dem Herumfliegen, mit dem Fast Traveln, das Fernsteuern, Multiple Units Zeugs, alles das, was Raywards Online von Haus aus nicht kann, hätte ich sehr, sehr gerne. Mal klar, für Schiffbauer ist es mit den Gleise legen oder begradigen auch noch ganz fein, habe ich aber persönlich nicht so oft genutzt. Ja. Also schade, ich meine, Kolme hat ja schon gesagt oder mehrmals gesagt, dass die Funktionen, die was Raywards Online Extended hat, erstmal nicht ins Spiel kommen, weil es ist zuerst mal eine Simulation und dann kommt erstmal die ganzen Sandbox-Sachen. Aber es ist sehr, sehr traurig, dass Raywards Online da einfach keinen offiziellen Mod-Support hat oder die Modder nicht proaktiv unterstützt. Und das ist ja schon seit Anfang an ein Problem. Und damit, finde ich, machst du dir die Community ein bisschen kaputt, weil die wollen das Spiel ja besser machen mit Mods. Gerade eben so Core-Features, was das eigentliche Spiel nicht bringen will oder kann.
Und das hält die Community halt am Game. Und jetzt ist halt weg. Jetzt gibt es keinen guten Mod mehr, der in ähnlicher Größe ist wie Rayworlds Online Extended. Was macht er denn mit seiner Community? So viel mal zu den schlechten Nachrichten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Museum mal final an. Also das finde ich noch ganz nett hier. Simple Western Railroad. Inklusive ein Güterwagen hier drin für die Ausstellung. Simpleton Western. The Little Puff. Die Eureka. Und dann steht hier einfach mal ein loser Tender. Ich meine, warum auch nicht in einem Museum? Soll schon mal vorkommen. Und da unten, da haben wir ja noch die Lok hier rumstehen. So ein Güterzug hier. In Moskau. Slim Jim. Einmal komplett. Das ist auch nett. Geil. Ja, das kennen wir ja soweit. Gut. Wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Museumsgleis hier an. Denn hier hat er sich so eine Art Bahnsteig gebastelt. Das ist eigentlich echt schon eine coole Idee. Da mit dem Wall hier so raufgehen, so ein bisschen, damit du hier die Kante hast. Hier das Telegrafenoffice. Und der kleine Unterstand hier. Das sieht echt cool aus. Hier bis hier nach hinten. Dann haben wir hier die nächste Museumslok. Also wir schauen uns das Dorfzentrum hier gleich mal an. Inklusive ein Schild Porta PS9. Pine Valley. was haben wir hier? Yard Limit. Alle klar. Und wir haben hier noch ein kleines Depot. So, stand clear of moving trains. Das hat er wirklich schön gemacht hier mit dem Untergrund. Das gefällt. Was haben wir hier so drin so schönes? Auch nochmal Güterwagen. Hier haben wir die Denver South Park and Pacific. Nummer 56. Oh, sogar beladen. Well. Das war so viel Arbeit, bis man zu denen mal gekommen ist. Da nochmal den gleichen. Caboose. Ja, so viel Platz haben wir hier nicht mehr. Und einmal den grün. Shit, da komme ich jetzt nicht vorbei. Ich komme da nicht vorbei. Wir könnten aber natürlich einfach mal nach drinnen gehen. So. Aber den nächsten komme ich auch nicht durch. Den Ölwagen und das war's. Ja, cool gemacht. So muss natürlich so ein Chat aussehen. Schön befüllt mit allen möglichen Zeugs. Bei mir ist das meistens draußen gestanden. Aber coole Idee. Ja, ich glaube, da ist er schon ein bisschen dran gewesen, das hier zu bauen. Ich frage mich, ob er... Holy shit. Erstmal einmal rumdampfen. Ist das die hier? Ist das das neue Geräusch von der Heißler? Holy shit. Aber nett. Okay, wir gehen mal hier oben weiter. Da haben wir auch nochmal so eine Plattform. Boah. Warum müssen die eigentlich immer abgehen, wenn man hier in die Nähe kommt? Das ist natürlich in so einem Museum-Setup natürlich nicht allzu geil. Alla Scholli. Was ist denn hier passiert? Es geht hier irgendwie mehrfach weg. Okay. Oh ja, Endcar. Wer kennt's nicht? Alla Scholli. Das sieht geil aus. I'm crossing look out for the cars. Also ich... Oh, das ist natürlich auch geil gemacht hier so mit den Gebäuden. Ich glaube, das merke ich mal für meine schönen Bauten. Wenn ich dann noch viel mache in Rayworlds Online. Wie gesagt, das mit Rayworlds Online Extended, das... Das finde ich sehr uncool. Ist aber wirklich schön gemacht. Das gefällt mir. Okay. Das Highlight von dem Ganzen. Oh, die Betsy.
Mal sehen. Nice. Also mir jetzt schon wie über Shortline. Also wir sind laut hier. Alles in schwarz. Ist eigentlich auch keine blöde Idee, ne? Dass man die Dinger hier beim Roundhouse so hinstellt. Das Blöde ist, die füllen sich ja, soweit ich weiß, nicht mehr von alleine auf. Ich meine, da habe ich entsprechend was gesehen. Denver und Rio Grande. Ein Valley Lake. Central Rio Pacific. Der Tweetsy! Cool. Black Top. Ja, doch. Ja. Doch, das ganz große Daumen nach oben von mir. Was soll das hier sein? War das sowas wie ehemaliges Gleis hier drin? So als Andeutung? Auch da, der Gehweg. Gut angedeutet, das gefällt mir. Oh, das ist ja auch nice. Ja, inklusive mit dem Kübel hier oben. Ja, doch. Das habe ich auch viel zu selten gemacht, sowas. In die Richtung. So, der Lima 280. Das ist ein Riesenmonster, ey. Climax. Und die Rabbi Bassin Deadwood Central. Haben wir auch hier drin was? Peekaboo. Nö. Steht alles hier draußen. Pine Valley Lake. Okay, und dann hat es hier noch die anderen Güterwagen hier. Sogar mit Holz drauf. Okay, schauen wir uns mal die City an. Ich würde sagen, da gehen wir von vorne rein. Sprich, da vor dem Gleis hier. So. Sehr gut. Ja, das Gleis ist hier ein bisschen wonky. Ja, das gefällt mir nicht. Sonst hier drin? Ja. Das ist auch geil. Das ist wirklich keine schlechte Idee. Für so einen Übergang. Richtig schön aneinander. Da habe ich das bei mir viel zu weit auseinander gehabt. Das hat schon was, wenn es hier so eng ist. Dann nochmal Rayback Crossing. Das sind schon eine schöne Loks hier. Okay, was haben wir hier hinten? Zippelten Western. Oh, da haben wir die kleinen Güterwagen. Jo, also ich glaube, da gingen ja nur drei rein von Fracht her. Meinte ich. So. Okay, das wäre das. Oh, dann hat das Gleis eigentlich gar keinen Anschluss, oder? Da vorne hört es auf, da hinten hört es auf. Eingesperrt hier. Ja, doch. Ich meine, es ist so eine Futzelarbeit, es so zu designen, aber es sieht halt im Schlussendlich halt schon geil aus. Okay, dann haben wir hier wieder draußen. Und dann haben... Aber die ist einfach abartig laut. Ich meine, lauter als alles andere, was wir jetzt hier so gesehen haben. Ja, das würde ich nochmal leiser abmischen. Gefällt mir jetzt nicht. Und das ist, ach so, das ist dann quasi der Weg, den die Besucher dann so rübergehen. Ach, links und rechts. Ist die Frage, gibt es denn weiter hinten auch noch was? Oder ist das, ach, warte mal. Das ist dann quasi das Demonstrationsgleis, wenn ich das jetzt richtig sehe. So, da gab es mal einen Anschluss oder so. Oder er hat es vergessen zum Abreißen. Ja, dann geht es dann hier wieder retour. Ja. Das ist eine nette Idee. Was hast du hier noch? Bei deinem Kohletower. Oh, du bist auch auf dem Display hier, sehe ich gerade. Du kannst ja gar nicht wegfahren. Aber ansonsten dann hier ein bisschen rumfahren. Und die Leute Spaß. Einmal im Kreis fahren.
Warum auch nicht? Nee, doch, also wirklich toll gestaltet. Gefällt mir. Ja, das war's jetzt eigentlich auch soweit wieder. Ich wollte euch das mal hier so zeigen. Und halt die News wegen Railroads Online Extended. Das ist sehr, sehr traurig. Also ich hoffe, es findet sich jemand, der das eventuell weitermacht, weil ohne Railroads Online Extended ist nicht so prickelnd, um das mal so zu sagen. Was sagt ihr dazu? Lasst uns mal wissen und dann würde ich sagen, bis bald in Railroads Online oder irgendwo anders. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.